Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Code Vein. In der letzten Folge haben wir die Tiefen gemacht und heute werden wir gucken, dass wir ein bisschen weiter vorankommen. Wir machen jetzt erstmal ein Level Up. Ein Level Up. Und damit habe ich jetzt meinen Privatcharakter überholt. Und dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht noch ein paar Waffen wissen. Ah, sie hat neue Waffen. Aber ich glaube, das sagt sie jedes Mal. Ausrüstung aufwerten. Waffe aufwerten. Können wir irgendwas machen, was von Interesse ist, wie hier zum Beispiel das Bajonett. Das könnten wir aufwerten. Ich glaube, das machen wir auch einfach mal. Als Alternative. Genau, mit Königin Eisen. Wir haben ja genug Königin Eisen, können ein paar Sachen aufwerten. Oh, das Bajonett lässt sich... Achso, ja, genau, noch einmal aufwerten. Genau, dann ist es ja auf Stufe 3. So, jetzt bräuchten wir Königin Stahl. Dem haben wir noch nicht genug. Das lässt mich aber eigentlich auch zu dem Schluss kommen. Die Sichel, die könnten wir eigentlich auch mal aufwerten, ne? Assassinen-Sichel, vielleicht für die Assassinen-Klasse. Da haben wir ja auch Fähigkeiten oder zum Teil Fähigkeiten entdeckt. Wo ist denn das? Doch, das ist das königliche Großschwert, das wir als Sekundärwaffe eigentlich immer benutzt haben. Ich glaube, das werden wir einfach mal noch auf. Da kriegen wir jetzt noch ein bisschen Dunst los. Aber können wir ruhig mal machen und einfach mal ausprobieren. So. Auf Stufe 3. Okay, da haben wir schon mal ein bisschen was an Auswahl. Schadet ja nichts. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zu Mia, bevor wir weiterziehen. Hier ist nicht. Hier ist auch nicht. Okay. Achso, es kann auch sein, dass wir noch nicht zu der können. Geh noch mal runter. Aber hier wird es wohl auch nicht sein. Hat sich hier irgendwas getan? Ist hier irgendwas? Nee. Okay. Naja, dann eben nicht. Vielleicht sitzt die ja irgendwo oben dabei. Hier war sie auch nicht, ne? Nee. Nicht im Kleiderschrank versteckt. Okay, dann müssen wir wohl erst weiter, bevor wir zu Mia gehen können. Sie ist ja eine in einem der privaten Zimmern. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter. Ab in die Action. Und zwar suchen wir jetzt den Weg, den ich eigentlich bei mir zuerst gegangen bin. Und dafür brauchen wir den Ausgangspunkt Parkhaus. Ja genau, wir könnten jetzt auch nochmal in die verlassene Bohrinsel, da geht es bestimmt auch weiter. Da geht es dann bestimmt zu diesem Schneeberg. Aber da wollen wir erstmal noch nicht hin. Mein Ziel ist es, meinen Privatcharakter einzuholen. Und das werden wir wahrscheinlich auch schaffen, demnächst. Ja, weil ich glaube, dann sind wir weiter und dann ist es wieder blind. Ich glaube, das kriegen wir hin. Weil ich jetzt momentan auch gerade nicht so die Zeit habe, privat zu spielen. Ja. Sehen wir dann. Erstmal müssen wir den Weg finden. Letztens haben wir uns da ja ein bisschen schwer getan. Ich habe ihn ja nicht gefunden. Ich frage mich auch, wo das war. Weiß es nämlich nicht mehr genau. Ich weiß nur, ich hatte dieses Loch eigentlich ursprünglich auch zuerst entdeckt, in das wir dann abgestiegen sind. Ursprünglich hatte ich das zuerst entdeckt, aber habe mich dann umentschieden und bin einen anderen Weg gegangen. Let's both take it nice and steady. Nur weiß ich nicht mehr, wo das war. Warum? Naja, jetzt. Erstmal hier die Gegner wegmachen. Ja, nice. Da kommt doch noch ein Hund irgendwo, oder? Nee. Alle weg. Okay. So, wir müssen mal auf der Karte gucken. Also das Loch ist jetzt hier gerade zu. Aber wo bin ich dann langs gegangen? Ja, ich bin ready. Vielleicht mal das Eikor Maximum steigern. Bei dem ist es, glaube ich, auch möglich. Ah, scheiße. Nicht geklappt. Dem klappt's auch nicht. Schade. Mist. Hätte ja mal drin sein.
Ah, der ist tot und bleibt tot. Au! Ah, nein, 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 nein. Das war nicht so gut. So. Komm, springender Mongo. Findest du? Ich finde, wir sollten sie alle attackieren auf einmal. Wo bleibt denn sonst der Fun? Aua! Harry ist auch nicht ungefährlich. Sehr schön. So. Da hinten müsste das Loch sein, ne? Oh, guck mal, jetzt haben wir auch schon zwei so. Ah! Da steht jemand. Cool, können wir mal mit dem reden. Gucken, was er für uns hat. Oder was er meint. Wanna head down? Hey, are you headed that way? Listen, that's a really bad idea. There's a real monster of a lost in that hole, and it's cut me off from my friends. I need to go look for them, but with something that's strong in my way, crap. What do I do now? Hey, so could you tell me if you see any of my friends? They'll have sheltered dog tags like mine. Sind gar keine Dogtags. Okay, also wir könnten jetzt da runtergehen und es für ihn tun. Aber da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich mache jetzt nicht wieder da runter. Erstmal nicht. Erstmal gucken wir, dass wir den richtigen Weg finden. Hier ist es ganz schwer, das Ico hochzuleveln, weil die sind viel zu schnell tot. Achso, jetzt bin ich wieder auf dem Weg zum Loch. Lul. Lul. So, Eikor-Konzentrat. Au. Gut, bei dem hat es jetzt geklappt. Den zauber ich jetzt mal weg hier, bevor der herumhampelt. Ein Ochse. Der nervt nämlich ganz schön. Der kann ganz schön nerven. Ah, da hinten ist unser Axtfreund, der einen gespaltenen Schädel hat. Aber wo geht's hier weiter? Das muss doch hier irgendwo gewesen sein. Oh. Sehr gut. Komm her. Okay. So kriegen wir auf jeden Fall unsere Talente gelevelt, damit die auch später für alle Klassen verfügbar sind. Indem wir uns hier durchschnetzeln. Okay, und Verlustsplitter können wir auch bei der Gelegenheit noch sammeln. Aber ich weiß einfach nicht, wo es hier lang geht. Oh, na hier waren wir noch nicht, oder? Ja, hier sind wir richtig. Okay, so easy. Habe ich das letztens nicht gesehen. Alter, bin ich gerade erschrocken. Du guckst, da rum springt dich so ein Köder an. Was ist denn los? Stirbst du oder bist tot? Dann gehen wir doch mal weiter. Yay, hier geht's weiter, Leute. Diese Region habe ich zuerst gemacht bei mir. So, jetzt mit euch, Hampelmänner. Zack. Nice. So. Guck, guck. Ich übertreffe gerne Erwartungen. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal hier lang. Ich glaube, das gehen wir zuerst, weil ich meine, da gibt es noch was zu finden, aber keinen weiteren Weg. Und das können wir gerade mitholen. Jawohl, der war nice.
Uff, was ist denn hier los? Ah, der Monkey hat mich getroffen, hä? Okay, let's move. Der Monkey hier. So, genau, hier gibt's nämlich das da. Und das ist nochmal ein Prometheus-Überrest C. Ich weiß nicht mehr, welchen wir gebraucht haben für die Blitzwaffe. Was war auch ein Prometheus? Ne, nicht die Blitzwaffe, die Feuerwaffe. Das war auch ein Prometheus-Überrest. Aber welchen weiß ich jetzt nicht. So, hier sollte eigentlich noch mal ein bisschen Action, glaube ich, kommen, bevor wir an die nächste Mistel ran können. Der ist es nicht. Hier, glaube ich. Hier geht's, glaube ich, noch mal ab. Ja, da liegen schon welche. Nee, die stehen nicht auf. Okay. Ah, der aber. Jawohl, nice. Ich bin gerade am überlegen, ob wir gleich an der Mistel rasten oder ob wir die nur anditschen. Weil wir jetzt gerade dieser duftender Tee, jawohl, nochmal ein Item, das wir verschenken können oder tauschen können. Gegen Handelspunkte. Okay. Da oben geht's weiter. Und hier können wir, glaube ich, einen Shortcut freilegen. Wo knallt denn das hier so? Wer tappt denn hier so mit lauten Schritten? Hier kommen wir nach oben, ja. Ja, hier können wir nämlich den Shortcut freilegen zu unserem Mistelzweig quasi. Ah, okay, dann haben wir den Shortcut ja schon mal safe. Nice. Remember. So. Jetzt geht's nochmal durchaus ab. Irgendwo knallt hier jemand lauten Schrittes. Ich glaube, der läuft oben auf dem Parkdeck rum oder so. Weil hier dürfte eigentlich keiner sein. Aber hier könnten wir noch was finden. Ja, genau, hier ist noch eine Truhe. Sehr schön. Zweihänder. Yay. So. Er ist beschützt hier von ein paar Schützen. Und ja, da müssen wir aufpassen. Oh, Talent Blitzwaffe und alles ist jetzt frei. Jawohl. Aua, 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 aua. Das war jetzt nicht so gut. Aua. Dummer Arsch. Wie, Luis wurde bezwungen. So wahnsinnig. Nein! Wir wurden auch bezwungen. Genau deswegen hasse ich diese Stelle. Oh, fuck it. Naja, der Weg ist nicht weit. Wir haben einen Shortcut frei. Und können da nochmal schnell hin. Und unsere wie heißt es nochmal? Dingens da mitnehmen. Da oben ist ein roter. Oh, guck mal. Da waren wir noch gar nicht. Aha. Karte der Umgebung angelegt. Ist ja nice. Hallo. Ja, pass diesmal ein bisschen besser auf dich auf. Jetzt komme ich nämlich in Gefahr. Jawohl, den wollte ich noch machen. Ja, was machst du denn? Achso, schnellst du dich lieber da hinten durch. Ja, wir sollten da hingehen. Und ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht nochmal runterfalle. Ich mach mal hier ein bisschen Zeug. Und dann versuche ich vielleicht direkt den Dicken dazu. Ja, es war klar, dass ich den Schuss abkriege. Das war schon knapp. Ey, der Dicke. Au, 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 au. So, der Dicke ist gefallen. Heilen. Jawohl, sehr schön. War natürlich eine
eine Taktik mit ordentlich Abendrot-Bajonett, mit ordentlich Verlust in Lebensenergie, aber dafür haben wir es geschafft. So. Jägerüberrest D. Geh mal rüber da, bevor ich dich runterstoße. Oder umgekehrt. Und man merkt hier, ich finde, die Gegner hier sind deutlich schwerer als in dem Loch, in dem wir waren. Es ist nicht mal so easy. Da ist der nächste Brocken. Jawohl, der war nice, der Move. Der war richtig nice. Das hat ja mal vorzüglich geklappt. Okay. So. Phantomangriff. Zack. Och, nice. Der Phantomangriff ist echt nicht zu unterschätzen. Der ist mega cool. Oh, ja. Scheiß Schießer. Ich hasse Schießer. Schützen. Abendrotschwert. Juhu, da haben wir noch ein bisschen was zum Verkaufen. Blumensamen. Okay, nochmal ein Tauschgegenstand. Ist ja nice. Wir werden jetzt noch... Oh, in dieser Folge Nachtklaue ist ein neuer Blutschleier. Da haben wir den. Plus 1. Naja. Ist nicht schlecht, vor allem in der Willenskraft. Und Verstand. Und Geschick vor allem. Warte mal, Geschick ist doch eine Waffenskalierung, die uns vielleicht ganz schön zugutekommen könnte mit dem Katana. Aua. Aua, warum lebt er so lange? So. Okay. Hauen wir uns mal Eiko rein. Unsere Lebensenergie geht hier deutlich schneller runter. Gehen wir mal hier hoch. Könnte natürlich auch jetzt an der Kombination und allem liegen, aber ich glaube, das Katana, das skaliert doch hier mit benötigte Werte, Stärke und Geschick. Ja, Geschick. Und wo ist die Skalierung? 154. Ich weiß jetzt nicht, ob wir so mehr Schaden machen oder mit dem anderen Schleier, den wir hatten. Aber das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus von den Damage-Werten her, wenn man das so sieht. So, jetzt finden wir auch schon Gegengift, das werden wir nämlich auch brauchen. Deswegen fand ich das so cool, dass wir die Fähigkeiten bekommen haben, weil für den nächsten Boss brauchen wir quasi nochmal, brauchen wir das nochmal. Und ich glaube, den werden wir auch in der nächsten Folge schon sehen, weil das ist nicht mehr weit. Oder sollen wir den jetzt noch probieren? Ich habe drin, habe ich auch das passive Dings mit dem Gegengift. Ja, Giftwiderstand, genau. Wir könnten das noch versuchen, diese Folge zu machen. Ich glaube, das werden wir auch tun. Oder? Ja, komm. Wir haben erst 18 Minuten. So 25 Minuten sind eigentlich drin. Können wir jetzt nochmal einen Stufenaufstieg machen. Dass wir das Zeug nicht verlieren. Dann probieren wir mal. Ich weiß immer noch nicht, wie man da hinten rüberkommt. Da ist nämlich auch noch ein Weg. Da ist noch eine Leiter. Aber die ist, seht ihr, die ist nicht ganz... Da komme ich nicht hin. Da bin ich bei mir nämlich auch noch nicht. So, Gegengift. Das wäre jetzt mal was. Wir entfernen mal das Zeug hier und packen uns das Gegengift hier rein. Hatten wir nicht noch so ein Giftimmunität? Doch, hier, ne? Giftimpfstoff. Werden wir auch nochmal reinpacken. Warte mal, ich habe noch... Habe ich da noch irgendwas? Irgendwas habe ich gerade gesehen. Wir haben doch noch hier so... Nee, da war nix. Was war denn das jetzt? Ah, das sind hier die Überreste. Mit Erinnerungen. Aber hier habe ich doch irgendwas gesehen. Ach so, ja, das hier, aber das ist null. Okay. Ja. Gut. Hätten wir das schon mal geklärt. Jetzt schnetzeln wir uns noch durch ein paar Gegner. Nicht mehr wirklich viele. Und dann ist eigentlich schon Boss-Time. Mal gucken, dass wir noch ein bisschen... Jawohl. Genau, noch ein bisschen Ichor sammeln. Ja, sehr schön. Nein, nicht töten. Ah, verdammt, Arschloch. Ich wollte hier noch aufbuffen, ey.
Verluststsplitter! Ich glaube, es kommt auch kein Mistelzweig mehr dazwischen. Ich glaube, da geht's jetzt dann gleich direkt los. Ja, da hinten ist ja schon der Boss. Wir könnten noch den Dicken machen. Wir versuchen's. Hoffentlich macht der uns nicht so viel Damage. Jawohl. Eine drüber, den können wir verkraften. Und da finden wir wieder Überreste. Und zwar die Prometheus-Überreste B. Nice. Hat sich also gelohnt, nochmal hierher zu kommen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Weil dieser Boss hat mir echt Schwierigkeiten bereitet. Und... ja, hier ist nur so eine Karte der Umgebung freigelegt. Sehr schön. Und jetzt, ich weiß nicht, können wir uns jetzt schon waffen? Ich mache jetzt einfach mal den Giftimpfstoff. So. Und regeneriere mich einmal, damit wir bei voller Energie sind. Dann machen wir die Blitzwaffe. Machen den Buff. Ich hoffe, dass das alles zählt. Und dann haben wir hier nochmal einen Giftimpfstoff. Ne? Das war ja der... das war Gegengift. Das war von Gift heilen. Können wir uns ja jetzt per Zauber. Let go of me! We lost the race. Well, strength succeeds where speed fails. Wait, this place is... Hurry it up, damn wretch! Without your blood, we'll all suffer. Or didn't you think about that when you ran off? Take him somewhere safe. You owe me for this. So, wunderschön und tödlich. Der imperiale Butterfly. Zeitig. Jawohl, die Moves zählen noch. Aua, ja. Danke. Ich müsste ja gleich eigentlich knicken. Aua, ja, oder ich knicke gleich. Aber er macht deutlich weniger Damage als bei mir. Ich hatte, wie gesagt, richtig Probleme mit dem. Aber durch unseren Gift-Impfstoff und das Zeug, hier kann ich mich vom Gift auch direkt von der Ansammlung vom Gift hier schon befreien. Das ist natürlich mega nice. Und dann können wir uns hier nochmal einen Gift-Impfstoff reinziehen, weil das Gift ist hier das größte Problem in diesem Fall. Oh. Und die Unaufmerksamkeit von mir ist auch manchmal ein Problem. Nochmal vom Gift heilen. Ah, daneben, Fräulein. Nee. Nicht Giftimpfstoff, Regeneration wollte ich eigentlich machen. Oh, jetzt schießt sie ihre Giftbälle. Du bist Geschichte, Fräulein. Heute nicht. Heute hast du keine Chance. Jawohl! Down! First try! Nice! You awake? You? I remember you. Where's the girl? Answer me! Where did you take her? We're taking custody of the girl. That human belongs to us. We will take her back. Humans aren't property. They have the same right to live that any of us do. Don't give me that noble act. They have no rights. And why shouldn't we feed on them? We're the ones keeping them safe, after all.
Why were we kicked out of our graves? Who did we die for, again and again, at the Queen's hand? We writhe with this terrible thirst. We live in fear of joining the ranks of the lost, and for whose sake? It's all in the service of humans. If blood is the only price they have to pay, then they have a pretty good deal. That doesn't mean you can just do whatever you want with them. And what about the rights of revenants? Huh? It's not like we're choosing to live this way because it's such a barrel of laughs. That should be enough to get you through a month or so. Whoa, hold on a minute. Just make sure that you and I never cross paths again. This is your one and only warning. No way. The Crimson Sword? I guess we'll be rationing for a while. Oh well. What is lost can be found again, huh? I swear I'll end it. The Revenant's suffering must end. Hochsteckte Ziele. Für den King Louis. So, bevor wir jetzt in Erinnerung kommen. Wir kommen in gar keine Erinnerung. Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und hier. Yep, vielen lieben Dank. Macht euch den schönsten aller Tage. Und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge über. Ein Like würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn euch das gefallen hat. Und ich sage einfach nur noch bye. All night.